Moin Leute, ich bin der Steffen, willkommen zu einem neuen Video meinem Kanal, heute zu einer Art Sturmsoldat-Gadget-Guide. Das heißt, ich werde hier alle Gadgets des Sturmsoldaten vorstellen und als Info vorweg, man kann kein M320 und die M26-Version gleichzeitig mitnehmen. Aber nun beginnen wir mit dem ersten Gadget. Den Start macht dabei das Medikit, diese kleine Packung für die Hand zugesehen. Und davon kann man standardmäßig 2 Stück tragen. Sobald man das Ding wirft und ein Spieler es einsammelt, wird er in 10er Schritten geheilt. Das sind 10 Punkte pro halbe Sekunde. Und man kann es also mitnehmen und direkt weiterlaufen. Manchmal besteht bloß das Problem, wenn ich das Ding werfe und einer daneben steht, ist es nicht garantiert, dass es einsammelt. Manchmal muss man da mehrmals drüber laufen, bis man das Ding endlich eingesammelt hat. Dafür kann man halt danach direkt wieder weiterkämpfen, während man sich dabei auch heilt. Falls man zwischendurch getroffen wird, wird die Heilung abgebrochen. Als nächstes kommt die Sanitätstasche, ein eher lustiger Name meiner Meinung nach. Und dieser heilt alle Spieler um diese Tasche herum. Also es können so gesehen mit einer Tasche mehrere Spieler auf einmal geheilt werden. Und durch ein bestimmtes Field-Upgrade kann man sogar 2 davon gleichzeitig auf dem Feld haben, sonst kann man nur eine werfen und wenn man die nächste wirft, verschwindet die vorherige. Diese Reload-Zeit, nenne ich sie mal, also die Zeit, bis man eine neue Sanitätstasche werfen kann, ist ein deutliches Stück länger als im Battlefield 3. Zwischen diesen beiden Medic-Varianten würde ich sagen, die Sanitätstasche ist insgesamt etwas simpler. Ich laufe rum, wirf das Ding und alle in der Nähe werden geheilt und halt dieses Medikit, dann wirf ich es halt genau auf den Spieler, um halt den bestimmten Spieler vielleicht zu heilen und meine Sanitätstasche einfach hinwerfen und alle, die mal was brauchen, laufen einfach hin. Deshalb finde ich, für mehrere Personen ist die Sanitätstasche in dem Fall besser. Als nächstes kommen die Granatwerfer, also die M320 als Vorweginformation. Man kann den M320 als Unterlauf benutzen. Und alle Varianten laden relativ lange nach. Den M320 HE, Heavy Explosive, ist ein Granatwerfer, welcher direkt explodiert, wenn er halt auf ein Ziel trifft, sei es eine Wand oder ein Spieler. Und sag es mal so, leider hat den jeder Spieler von Anfang an, deshalb wird momentan immer noch genügend damit gespammt. Und der Schaden ist wiederum nicht so schlimm. Also bei einem One-Hit ist man natürlich sofort tot, auch bei vollem Leben. Aber sobald man neben einen Spieler schießt, überlebt das Ziel in den meisten Fällen. Als nächstes kommt der M320 Pfeil, welcher mir persönlich etwas stärker vorkommt als im Battlefield 3. Er macht halt noch ein bisschen mehr Schaden und auch im Vergleich zu einer normalen Schrotflinte im Battlefield 4 ist der Schaden auch etwas höher. Problem ist halt in dem Fall, die Nachladezeit ist auch viel länger als bei einer normalen Schrotflinte und das kann natürlich im Nahkampf ein Problem werden. Meistens den M320 Pfeil so nutzt, dass man vorher schießt und dann mit dem Granatwerfer diesen Spieler finisht, aber dann auch schnell weg, weil das Ding lädt echt lange nach. Dann haben wir den M320 Rauch, der kann natürlich Rauch verschießen, also besonders zu empfehlen, wenn man zum Beispiel Rush spielt und halt das M-Com verdecken will, während man dessen das Ding halt legt. Die Änderung zu Battlefield 3 besteht darin, dass der Rauch nicht sofort auftaucht. In Battlefield 3 schießen wir irgendwo gegen und dann explodiert das Ding und der Rauch ist sofort da. Hier landet halt eine Granate, die platzt in dem Sinne, die explodiert und dann kommt langsam Rauch raus und der wird dann immer dichter. Es dauert also ein Stück länger, bis man endlich die Sicht verdeckt hat. Als nächstes kommen wir zu 2 Granatwerfer-Varianten gleichzeitig, und zwar zum LVG und dem Flashbang. Der LVG verschießt eine Granate, die halt erst später explodiert, also wie eine normale Granate, die man auch werfen kann. Unterschied besteht darin, dass die halt schneller fliegt und dass sie bei Wänden etwas stärker abspringt, wenn sie dagegen knallt. Und der Flashbang verschießt natürlich Blendgranaten. Jedoch gibt es einen Bug. Man kann sie eigentlich nur benutzen, wenn man nicht in die Explosion reinguckt. Bei mir ist es nämlich so, wenn ich das Ding schieße und da reinschaue, habe ich einen Freeze und das Spiel stürzt sofort ab. Das ist immer so. Ich kann die beiden Granatwerfer selber nicht benutzen. Nur wenn ich ganz weit weg schieße und nicht reingucke. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Vielleicht ist es bei euch ja nicht so, aber ansonsten, das Ding ist momentan halt nicht spielbar. In naher Zukunft vielleicht schon. Nun haben wir die M26 Schrotflinte, welche auch als Unterlauf benutzt werden kann. Wenn man das aber nicht tut, hat sie obendrauf ein Reflexvisier und sie hat 5 Schuss. Dabei benutzt die M26 Mass eine Schrotmunition, hat also im Nahkampf einen höheren Schaden als die Pfeilmunition. Dafür streut sie auf Distanz etwas mehr und macht halt auf Distanz auch weniger Schaden als die Pfeilmunition. In meinen Augen ist es aber echt schwierig, im Nahkampf einen One-Hit zu erzielen. Also man kriegt ganz oft immer einen Hitmarker. Wenn nicht alle Kugeln sitzen, muss er meistens noch ein zweites Mal schießen. Und das ist ja nicht immer der Fall, dass das auch noch klappt. Die M26 Pfeil ist im Nahkampf etwas schlechter, dafür halt auf Distanz genauer und macht da auch mehr Schaden als die M26 Mass.
Genauso wie der Mass ist im Nahkampf ein One-Hit wirklich schwer, natürlich noch schwieriger. Die Pfeilvariante hat noch den Vorteil, man kann durch leichte Gegenstände durchschießen. Das kann die Mass zum Beispiel nicht. Dann haben wir die M26 Slug. Die verschießt eine einzige Kugel, weshalb das Schießen im Visier auch genauer ist. Bei einer Pfeil oder bei der Mass ist es egal, ob ihr im Visier schießt oder aus der Hüfte. Die Präzision bleibt gleich. Bei der Slug ist das wiederum anders. Der Schaden ist natürlich bei der einen Kugel deutlich höher. Und ein One-Hit ist bei einem Headshot auf Kurzdistanz sicher. In die Brust und auch andere Bereiche soll es meistens auch der Fall sein, aber ich würde mich nicht darauf verlassen. Oft genug bekommt ihr dann auch einen Hitmarker und der Schaden der Slug fällt sehr schnell ab. Also sobald schon mittlere Distanzen erreicht sind, macht die Slug nur noch recht wenig Schaden. Und sie ist leider, nur sagen wir mal leider, ist das falsche Wort, aber sie ist nicht mehr so das Biest wie in Battlefield 3, weil in Battlefield 3 war die M86 Slug ein wirkliches Tier und hat oft genug One-Hit erzielt. Hier ist es so ein bisschen anders, aber dennoch ist es meine Lieblingsvariante der M26. Und als letzte Variante haben wir die M26 Splitter. Diese verschießt eine einzelne Explosionskugel, macht also auch so ein bisschen Splash-Damage, also wenn ich daneben schieße, kriegt der Gegner auch ein bisschen Schaden. Der Schaden ist aber dafür sehr gering. Auch ein direkter Treffer macht nicht viel Schaden, man braucht immer mehrere Treffer, um mal einen Gegner zu töten. Eigentlich ist die Munition ja da, um einen Spieler stärker niederzuhalten. Das ging in Battlefield 3 auch ganz gut. In Battlefield 4 merkt man diesen Einfluss aber so gut wie gar nicht. Also ich bin vom Sniper, schieße mit dieser Munition ab und der kann mich noch genau einen Headshot geben, da das also fast nichts gebracht. Deshalb ist die noch schlechter als in Battlefield 3. Und nun zum letzten Gadget, dem Defibrillator. Der hat sich auch nochmal deutlich geändert. Er belebt zwar immer noch Spieler wieder, ist ja klar, das soll er auch können. Aber wenn man zum Beispiel den Defibrillator nicht auflädt, hat der wiederbelebte Spieler nur 20 Leben. Dann muss ich halt das Ding so ein bisschen aufladen, das heißt, ich drücke die Benutzen-Taste, die Schießen-Taste halte ich gedrückt und dann bekommt der jeweilige Spieler auch mehr Leben und ich auch mehr Punkte. Man kann dazu auch nicht mehr wirklich so Dauer wiederbeleben wie in Battlefield 3, da laufen wir herum, hält die Maustaste sogar gedrückt und fährt über die Gegner rüber und alle werden wiederbelebt. Hier muss man immer mal einzeln laden und das braucht manchmal auch ein bisschen Zeit. Und manchmal kommt es mir auch so vor, als wäre dann irgendwann so überhitzt, nenne ich es mal, dann braucht er mal kurz eine Pause und dann kann man nach erst wieder weiterbeleben. Also insgesamt dauert es länger, um einen Spieler auf volles Leben zu bekommen. Als kleinen Tipp, ich belebe den Spieler manchmal auch nur auf 20 Leben und wirf dann einfach in die Sanitätstasche hin, weil dann kann ich direkt danach weiterkämpfen. Ich verschwende keine Zeit an diesem einen Spieler. Er muss sich halt dort kurz eben heilen, aber ob er jetzt etwas länger tot auf dem Boden rumliegt oder ob er jetzt kurz neben der Sanitätstasche steht, nimmt sich nicht so viel, auch wenn die Variante mit der Sanitätstasche etwas länger dauern würde. Dafür kann ich ja aber schon weiterkämpfen. Ja, das waren alle Gadgets des Sturmsoldaten. Ich muss echt sagen, am längsten hat wirklich hier das Erspielen des Gameplays gedauert, weil bei mir stürzt Battlefield 4 gerade quasi jede Runde ab. Das ist wirklich echt schwierig, da mal was zusammenzubekommen. Aber na gut, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auf jeden Fall freuen. Twitter als auch Facebook-Links findet ihr in der Beschreibung. Man sieht sich beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.